Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Heute mit einem, endlich mit einem Auftrag, den sich viele gewünscht haben. Wir werden jetzt nach Fort Zandaku reisen, ja. Das ist ja der Militärstützpunkt und dort für die Armee arbeiten. Das Problem ist jedoch, wir können da nicht einfach mit einer Hydra hinfliegen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja, Gear, was können wir denn da nehmen? Ah, guck mal, machen wir natürlich noch. So, ich nehme jetzt mal die Hydra und dann fliegen wir mal dahin, aber werden natürlich sofort über den Haufen geschossen. Und das Problem ist, dass die Hydra jetzt natürlich auch da spawnen, wo sie nicht spawnen soll. Wir hatten dann letztes das... Ja. Das fing ja schon mal ganz gut an. Was war das denn jetzt? Hä? Okay, also die Polizeiwache können wir nicht nehmen. Wir nehmen mal eine, die ein bisschen weiter außerhalb ist. Oh Gott, 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 Gott. Guck mal hier, hier ist doch gut. So, dann porten wir uns mal darüber. Oh Mann. Ach, das macht doch Spaß. Guck mal, hier ist auch das Prison. Wir wollten ja auch noch als Prisoner, Dings arbeiten hier für das Gefängnis, das wollten wir ja auch noch machen, das müssen wir auch noch machen. So, jetzt gehe ich erstmal hier. Machen wir es nochmal. So, jetzt aber. Okay, ich hätte das am Anfang nicht rausschneiden können, aber ich fand es eigentlich relativ lustig. So, dann wählen wir mal was aus. Also, versuchen wir es mal mit der Hydra. Das macht doch Spaß. So, guck mal. Ach, als FIB-Agent wollen wir auch noch spielen. Der Enu-Salam wollen wir noch machen. Also wir haben dann noch einiges vor, liebe Freunde. Und more controller has been crashed, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah. So, damals haben wir das Problem gemacht. Wir haben einfach die Kiste nicht angemacht, ja. Also ich wollte euch die natürlich jetzt nochmal zeigen. Die Hydra kennen wir ja alle, ne? Das ist das Baby. Ich muss natürlich noch ein Thumbnail machen. Hier, guck mal. So, das sieht doch ganz cool aus. Okay, das haben wir schon erledigt. So, und dann machen wir mal Action. Du sollst da einsteigen, du Dödel. So, ist sehr oft übrigens in den USA so, dass vor einem Gefängnis eine Hydra steht. So, ich muss ja noch ganz kurz. So, wir starten von hier aus. Also wir werden jetzt sowieso gleich über den Haufen geschossen, sobald wir da landen. Also ich weiß bei LSPD FR nie, was man mit einer Hydra machen soll. Ja, ich bin ja schon weg. Ganz ruhig, Mann. Sind alle immer so unentspannt. So, ich glaube in der nächsten Folge werde ich echt mal im Gefängnis arbeiten. Mal gucken, was man da so machen kann. So, sollen wir jetzt jemanden, der betrunken ist, mit einer Hydra wegballern oder was? Also für einen Banküberfall ist das eigentlich ganz gut oder für... Also so viele Aufträge kann man eigentlich gerne mit der machen. Aber man kann mit dem Panzer viel machen. So, fliegen wir erstmal zu unserem Stützpunkt. Achso, da ist es ja. Wir müssen mal ein bisschen tiefer anfliegen. So, am besten noch tiefer, damit wir direkt über den Haufen geschossen werden. Wir haben es geschafft. Aber sobald wir starten wollen, wird's lustig. Okay, wir sind da. Ja, jetzt müssen wir auf Aufträge warten. Erstmal müssen wir jetzt hier unsere Hydra überhaupt irgendwo hinstellen. So. Und ihr wisst gar nicht, ich habe tatsächlich schon mal hier eine Folge aufgenommen, ihr wisst gar nicht, was hier für verrückte Sachen passieren. Unter anderem, dass Leute dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Also hier gibt es sehr, sehr viele Drogen und so, wenn man die Leute mal durchsucht. Guck mal, nehmen wir den Hangar hier, wo die beiden Herrschaften stehen. So, da müssen wir jetzt reinrollen. Ganz langsam. Ich sehe ja so gut wie nix. Eigentlich wird man da reingeschoben. Ich mache mal ganz kurz den hier.
Ja, kannst du nicht am Weg stehen, wenn ich hier mit dem Jet komme, mein Freund. Ah. Na, guten Tag. Guck mal, Will Smith. Smith. Was ist jetzt noch an eigentlich? Ne, ist nicht an. Okay. Oh, da kam jetzt gerade noch ein anderer Jet, ne? Doch irgendwie gehört. We have public intoxication on Great Ocean Highway. Respond code 2. So, dann warten wir jetzt mal. Da hinten startet ein Cargo Bob. We've got suspicious activity in Fort Zancudo. Okay, den ballern wir jetzt weg. Rein da. Wir müssen auf einen Terrorist-Attack warten. Dafür ist die Hydra auch gut. Rein da. So. Ich sag, prophezei, wir werden nicht einmal starten können, weil die uns direkt über den Haufen schießen. Wo ist denn das? Oh, das ist weiter weg, ne? Ne, das ist links von uns. Ne, guck mal, das Mugging. Ich warte mal auf den richtigen. Hit and Run. Hit and Run könnte interessant sein. Das ist hier hinten vor uns. Code 3. Okay, das machen wir mal. So, jetzt müssen wir natürlich erst starten und alles. Wir schicken da schon mal... wir können da nichts hinschicken, okay. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir in die Lüfte kommen. Sobald wir den Boden verlassen, werden wir über den Haufen geschossen. Das ist das Problem. So, wir müssen in die Richtung starten, weil wir da mehr Schwung haben. Okay. Ich versuche so viel Boden mitzunehmen, wie es geht. Na komm. Boah, hat uns schon erwischt, ne? Aber. So, jetzt können wir weiter fliegen. Das ist der kleine Kniff, den man machen kann. Ist zwar nicht so vorgesehen, ist auch ein bisschen blöd. Ach, guck mal, da fliegt der Kollege. Ist Krieg oder was? So. Oh oh. Was wollen die denn von mir? Ah, ich lebe noch. Ja, ich bin tatsächlich Officer Down. Komm mir helfen? Mann. Okay, wir machen es anders. Wir spawnen jetzt nochmal die... Hä, was war das denn? Oh, sind wir jetzt eigentlich Officer noch? Ja, ne? Was ist denn hier los? Hier wird geschossen. Aber das interessiert uns nicht, weil wir gehen jetzt nochmal da rein und drehen den Dienst nochmal an. Boah, ich kann nicht fliegen, ey. Ich bin im Fliegen. Was ist denn hier los, Alter? Ich bin im Fliegen voll schlecht. So, warte mal. Nochmal. Wir werden mit der Hydra spielen. Auf jeden Fall. Habe ich ja versprochen. So, jetzt sind wir off-duty. Okay, wir wollen aber on-duty. Einen Hund nehmen wir jetzt nicht mit, weil das bringt ja ergibt ja keinen Sinn. Der kann ja nicht in den Kampfjet reinsetzen. Also, er kann sich ja nicht da reinsetzen und mitmachen. Auch wenn sich das viele wünschen, aber es geht leider nicht. So. Okay. Na? So, wir brauchen wieder hier den... Ne, nicht FIB, wir bauen den ja. Okay, mal gucken jetzt, wie das mit dem Spawn aussieht. Ach Gott. Warte mal. Na? Ist nicht so geil, dass wir vorne zwar brennen. Achso. Ich kann die gar nicht on-off machen. Warte mal, ich mach nochmal Repair. Ich kann die gar nicht... Das vergessen. Ich spawn die einfach. Ich brenne. Ne, ich brenne doch nicht. Jetzt brenne ich. Jetzt nicht mehr. Weg da, ey, bevor das Ding in die Luft fliegt. Okay, die Feuerwehr kommt. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich die einfach spawnen kann. Dann machen wir es einfacher. Pass mal auf hier. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ganz ehrlich, das muss echt noch ausgearbeitet werden. Oder kann man nicht den Laser nehmen? Warte mal, es gibt auch den Laser hier. Ja, nehmen wir den. Hydra finde ich zwar cool, aber... Okay. Ich finde den Kampfjet hier eigentlich cooler sogar als die Hydra, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei die Hydra ja sehr oft an... GTA 5 verändert. An GTA San Andreas meine ich. Attention all units.
Okay, jetzt haben wir einen Einsatz. So. Hey, was ist denn das? Alter. Der ist nicht gestartet mehr. Was ist hier los? Ich hab kein Fahrzeug. Oh, ich hab vergessen. Hä? Warte mal ganz kurz. Alter, das ist mega buggy. Guck mal. Ich mach nichts und der Komm, ich schaff's noch hochzuziehen. Alter, was ist das denn jetzt gewesen? Ich hab nichts gemacht und wir sind einfach abgestürzt. Habe ich irgendwie einen Controller an meinem PC angeschlossen oder so? Ganz komisch. Mein Fahrwerk ist jetzt drin, ne? Ja. Hä? Was war das denn? Okay, wo ist denn eine Terrorist Activity? Da vorne oder was? Ne, haben wir das schon aufgelöst jetzt? Was ist denn hier los in dieser Folge schon wieder? Guck mal, da vorne ist irgendwas, seht ihr das? Flieg da mal rüber. Bei unserem Wagen. Das ist ein Symbol. Also mit Hydra finde ich das nicht so cool, muss ich sagen. Aber es liegt vermutlich daran, dass ich so schlecht bin. Okay, irgendwo hier unten steht unser Wagen, aber weiter hinten soll irgendwas sein. Ach, guck mal da unten, okay. Wir können ja am Flughafen Los Santos erstmal landen. Dann mal gucken, was so passiert. Okay. Fahrwerk ist draußen. Ich sehe noch keine Landebahn. Boah, ist das nebelig. Ich sehe keine Landebahn. Ach, da, oder? Ist das die Landebahn? Ach, ne, die Landebahn. Okay, ich sehe sie. Ein bisschen tiefer anfliegen. Hä? Okay, komm langsam. So, oh, komm. So, wir haben es geschafft. Ach, hinter uns. Okay. Festhalten, Ladies and Gentlemen. Da unten. Einsatz ist erledigt. Ja gut, das sind halt die... Das sind halt die Einsätze, die man machen kann mit der Hydra, ne? Also mehr kannst du halt da auch nicht machen. Du kannst dir die Leute wegballern. Wäre schön, wenn du da wegfährst. Okay, ich darf nochmal neu landen, oder? Schaffen wir das noch? Oh. Also landen muss ich noch üben. Ich komme zweimal runter, aber die Frage ist halt wie. Hä? Oh! Warten wir mal kurz. Hä, warum fährt da einer mit Motorrad rum? Nee, das Flugzeug schießen wir nicht ab. Citizens report a suspicious person near Los Santos International. So, wir warten mal, bis das Flugzeug da verschwindet. Hey, wo rollt das denn hin? Citizens report a suspicious person in Los Santos International Airport. Okay, müssen wir warten, bis die Startbahn frei ist. Attention all units, a kidnapping in Los Santos International Airport. Gunshots reported. Ich wusste gar nicht, dass dass das große Flugzeug mal dahin fliegt. So. Okay, machen wir mal hier unsere kleine Route, fliegen wir mal ab. Citizens report a possible stolen vehicle in Elysian Island. Können wir alles nicht machen. Können ja kein Fahrzeug, was gestohlen wurde,
Oh, okay, doch, wir nehmen, übernehmen den. Ne, warte mal, ich sag das mal. Okay. Das machen wir. Kidnapping. Ja. Ist eigentlich auch nicht so unseres, aber wir müssen mal schauen. Okay, da unten. Hm, ich sehe das Fahrzeug. Müssen mal gucken, ob wir da ein paar Einheiten hinschicken können. Mal genau darüber fliegen. Jetzt. Attention all units. We have a 1099 in Elysian Island. Respond code 3. Okay, wir dürfen den, also können jetzt nicht abschießen, weil da ist ja jemand drin eigentlich. Da unten ist es. Okay, da sind Streifenwagen sind auf dem Weg, aber noch nicht da irgendwie. Also ihr seht, mit dem Fliegen ist es nicht so interessant eigentlich. Wir können jetzt die ganze Zeit hier drüber kreisen, aber wir können den ja nicht abschießen, weil das ist ja Kidnapping. Also würden ja die Geisel mit in den Tod jagen. Und ob wir das machen wollen, ist halt eine andere Sache. Ne? Ich will es jetzt nicht unbedingt. Okay, hat sich erledigt. Ich warte auf so einen Terroranschlag oder sowas. Ich guck mal, was wir hier so veraufdrehen. San Andreas. Gunfire reported. Suspect is possibly under the influence of narcotics. Okay, den aufteilen wir mal an. Können wir nämlich was suchen aus der Luft. Das ist mal interessant. So, das ist hier. Ach nee, wir haben jetzt was Falsches angenommen. Oh. Gibt's nicht, seht ihr? Wir haben keine Aufträge, die wir machen können, weil wir können ja nicht. Homicide. Ja, das ist mal was anderes. Okay, Leute. Brauchen Anschwung. Okay, festhalten. Juhu. Okay, wir müssen anders anfliegen. Wir müssen von oben kommen. So. Jetzt drehen. Und da unten ist es. Runter. Das ist daneben. Boah. Sag ich, ich fliege ja mit Controller, mit Maus und Tastatur. Das ist ja immer das Problem. Nicht mit Controller. Ey, Triebwerk fällt aus. Hallo? Boah. So, wir machen das jetzt einfach, ganz einfach. Oh, scheiße. Ja, also ganz ehrlich, mit dem Fliegen ist das nicht so geil, finde ich. Da fehlen noch die Aufträge, finde ich. Zum Beispiel, dass irgendwie Flugzeug gerade entführt wurde oder sowas. Sowas muss alles eigentlich noch kommen und ich hoffe, dass es kommt. Und wenn es soweit ist, dann werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem Fliegen. Aber ich wollte euch in dieser Folge einfach mal demonstrieren, dass es eigentlich diese Aufträge noch nicht so richtig dafür gibt. Und weil viele immer danach gefragt haben. Dann werden wir in der nächsten Folge, vielleicht mache ich die schon morgen, aber oder eher übermorgen, mal gucken, werden wir dann vielleicht mal im Gefängnis arbeiten, wollten wir ja auch noch machen, dann wollten wir nochmal als News-Alarm arbeiten, also wir können auch einiges machen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann dabei seid, bei GTA 5 Wireless PDFR. Bitte seid nicht sauer auf mich jetzt, weil ich euch nicht so viel zeigen konnte, aber ich wollte den Leuten, die mal immer fragen, wie es denn aussieht, wie kann man das und das machen, mal demonstrieren, dass man eigentlich gar nicht so viel machen kann mit einem Flieger und muss warten. Vielleicht gibt es ja zu diesem Punkt jetzt hier, zu diesem Zeitpunkt schon solche Missionen. Wenn es welche gibt, dann schreibt es mal in die Kommentare und ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.